doch, kommt Detektivmodus. Boah, das wär's. Ich bin Jin Sakai. Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch, euch fehlt es an Beherrschung. Ha, ich hab's gewusst. Ihr wollt schon fast sagen. Er ist ein bisschen zu aggressiv. Das hört man schon. Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ach, hier hätten wir sogar doch gehabt beim Training. Dass er einen in die Fresse kriegt. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Boah, die ganzen Blätter. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht mich zu treffen. Ja, Onkel. Alter, das hat sich jetzt gerade so ein bisschen angehört wie Betsy in der dunklen Stimme. Oh, das ist Wahnsinn. Das haben sie mit Absicht gemacht, den Scheiß. Ah, muss ich da gedrückt halten. Ja, ja, muss gedrückt halten. Kann schon was. Oh, ey, damit die Blätter. Jetzt lassen sie die PS4 spielen, bis Stepper da die Grenzen. Gleich mal hochfahren. So Helikoptermodus aktiviert. Nicht so leicht Fälle. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen, schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Er ist groß, aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist. Fälle ihn dann mit einem Schlag. Gut. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld. Sogar mit Entscheidungen. Auch wenn sein Feind unehrlich ist. Ja, könnte vielleicht auch wieder sein, dass es wie beim Vorgänger so, wenn in die dunkle Seite geht oder in die helle Seite. Jetzt bin ich aber gespannt. Dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Tippen. Okay, drücken dann für einen schnellen Angriff. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Okay. Oh, schön, schön. Aber erstmal mal, genau. Durchbrechen und tschüss. Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung meine Angriffe zu blocken. Jetzt bin ich gespannt, wie sie es machen. Bleibt in Abwehrhaltung. Das kannst du einfach. Okay. Okay, haben wir schon doch. Gibt es da noch eine Leiste? Bei ihm oder kann der das durchgehend machen? Das wäre dann schon ein bisschen unfair, oder? Das wäre schon ein bisschen unfair, wenn der durchgehend das machen könnte. Das ist ja aber wurscht. Vielleicht auf dem Hardcore-Modus haben sie es vielleicht auch so gemacht. Was frisst denn der Rumble Balls oder was? What the fuck? Entschlossenheitsanzeige mit Spezialfähigkeiten. Erinnert mich jetzt eher ein bisschen so an Spider-Man. Ich muss schauen, dass ich das full fülle. Entweder du mir heilen oder ich mache irgendeine Spezialattacke. Wehrt nicht zu früh ab. Schöne Parade. Ah, das ist geil. Das kann schon was, das kann schon was. Leider. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Komm schon, jetzt ein richtiger Kampf. Oh, ich will ihn so fühlen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Speer? Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Gute Reflexe. Also sieht man wenigstens. Sieht man wenigstens, wenn ich ausweichen muss. Ausweichen, dann Konter.
Kann ich nicht anvisieren? Anvisieren wäre richtig chillig, eigentlich. Anvisieren wäre richtig chillig, damit ihr wenigstens was so ein bisschen Kontrolle hättet. Jeden Krieger bezwingt. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ja, Mann! Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn. Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mit dem Tintenfisch. Guter Schlag, Onkel. Sehr gut. Komm die aus. Oh, sehr schön. Oh. Ja, warte, dann lege ich gleich nochmal los. Alter, der hat mich auch gewinnen lassen, der Wichser. Das war ja nichts. Das war ja nichts. Habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Boah, der erinnert mich so sehr an irgendeine starke Serie. Ach, not, Herr die Sync. Von Ermietzer. Oh. Oh. Jetzt dürfen wir loslegen, Brudi. Jetzt dürfen wir zeigen, was wir drauf haben. Diesmal ist es kein Übungskampf. Diesmal müssen wir auf Ernst machen, weil der will sicher keine Rücksicht nehmen auf uns. Na komm her, Burli. Sogar mit Speer noch. Na komm her da. Komm. Bist einfach gleich abgestochen. Leck mir Arsch. Brudi, du hättest definitiv keinen Fehler machen dürfen bei uns. Die Stelle sind recht nah. Hier lang. Ah ja, voll, unser Pferd ist auch schnell mehr hergegangen. Urschad. Heftig. Aber da haben wir gleich mal 2 Pferde gesehen. Die können wir gleich mal. Oder sogar mehrere übernehmen. Mal schauen, was wir da so finden. Mich würde es eher mehr so wieder interessieren, wie man die vielleicht so ein bisschen heimlich ausschalten kann. So ein bisschen pfeifen, was die ist. So dieses typische Assassin's Creed-mäßige. Pfeifen, der kommt her, stichst auf. So ist in der Richtung. Ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Interessant. Stell dich ein! Interessant! Kodex! Ziele mit L, um deinen Schwertangriff Gegner anzuvisieren. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay, weil der halt nicht in der Abwehr ist dann auch. So muss doch gehen. Brudi. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht. So musst du mal die ganze Zeit kämpfen können. Alter. Scheiß die Wander. Tschüss. Wenn du das nicht kannst, bist du narrisch. Müsst du wieder mal abfacken des Todes. Oh, aber schwer. Bist du einfach schön abgewehrt nur.
Nö, das war aber klar, Bruder. Der war wie geschlüpft. Zack, zack. Danke, mein Herr. Hatte plötzlich machen können. Es hieß, alle Samurai wären tot. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht. Meidet die Straßen. Und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist. Mir kommt es aber auch so ein bisschen gerade so vor, wir hätten es entweder eins. Viele asiatische Schauspieler, die was du kennst, genommen hättest. Oder sie haben einfach viel zu viele Filme gesehen, wo viele Asiaten dabei sind. Und dann hätte ich gesagt, dann nehmen wir mal den, dann nehmen wir den, dann nehmen wir den quasi. Okay, das kann ich ja wieder gar nicht abwehren. Okay, gut zu wissen. Na warte, dann machen wir gleich mal den hier. Gut zu wissen. So, na komm hier, Digi, na komm. Ich muss da auch nicht allzu schwer. Oder? Du brauchst nicht fliehen? Du brauchst nicht extra fliehen, Brudi! Er schleicht sie einfach! Der Wichser! Ah, dafür haben wir die Pferd. Ah, der will mir sogar wie irgendein bestimmtes aussuchen. Ich werde voll dafür. Ja, welches nehmen wir denn? Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Hm. Ich glaube ich nicht mehr. Der gefällt mir irgendwie am besten. Ja, den nehme ich. Ja, genau, das nehme ich. Ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Kacke gefällt mir irgendwie. Kacke gefällt mir wirklich gut. Und zwar ist jetzt halt wurscht, Schatten, was das jetzt wirklich, aber so der Kage allgemein gefällt mir schon mal sehr gut. Obwohl Vertrauen auch super ist. Es ist recht zu einem Pferd. Aber ich sag trotzdem Kage, in dem Kage. Aus der Dunkelheit. Schön, dass ich auch so Kleinigkeiten aussuchen darf. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das gibt's aber nicht zur Auswahl, oder? Ich bin gespannt, Alter. Zeigt's auch nochmal die Karten her, das wär's. Aber ich glaube, dann werden wir mal erst den Onkel mal befreien und dann werden wir mal die ganze Welt kennenlernen. Nehme ich einmal stark an. Also so ein einfaches Klopf-Klopf wird es, glaube ich, eher weniger spüren. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Biste. Wir gehen durchs Haupttor. Kotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, die deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Beisteppert. Kann ich da jetzt nicht vielleicht zu ihm? Aha, okay, Herausforderungskämpfe. Näherst du dich feindliches Gebiet, kannst du gegen zu deinem Kampf herausfahren. Halte gedrückt. Oh, okay. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann machen wir das einmal. Also ein bisschen auf Ehre und alles. Hey Brudi, ich verstehe nur Bahnhof. Was? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht? Ja, gleich nochmal. Und das Schäuhe.
Ei, er hat warten müssen, bis er das macht. Ah, na dann. Boah, damit muss ich mal umgehen, dann bist du narrisch. Aber die meisten machen immer nur so doppelt. Ja, abwehren kann ich immer. Abwehren kann ich immer. Ich muss nur ein bisschen, muss noch ein bisschen reinkommen, was? Sag das nicht, dauert nur ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Kannst sogar noch extra Meier machen, na, das ist ein Hit. Na, warte, dann machen wir den, der ist gleich abgelenkt. Ich muss lernen, dass ich nicht eine große Reichweite habe, wie bei Nio. Das muss ich unbedingt noch lernen. Ich würde gern. Okay, ja, sie ist eine gute Begleiterin, das muss man schon dazu sagen. Sonst hätte ich gern das eine oder andere probiert. Komm her da. Also ein bisschen mehr das Abwehren. Das Abwehren kann man schon ein bisschen mehr üben. Muss ich dazu sagen. Würde ich gerne ein bisschen mehr und öfters. Aber ist ja wurscht. Wir kommen sicher noch rein. Das ist jetzt einmal nur der Anfang. Man kennt es. Oh, so geht's aber auch. Und tschüss. Ja, aber wenn da mal mehr als wie drei sind, wird's da schon mal ein bisschen kompliziert. Die haben wir schon gedacht gehabt, die können auch mal so ein bisschen in den Liga-Modus gehen. Das wäre schon was. Ist auch wirklich was. Ist auch ein bisschen ein starker Unterschied, wenn man mal nichts zum Anvisieren hat, was? Weil normalerweise ist man heutzutage so stark auf dieses Anvisieren aus, dass man gar nicht mehr weiß, wie man dabei eigentlich am besten umgeht. Oh, danke schön. Jetzt war auch so allein geschafft, aber doch gut. Ah, geht gut. Ui, 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 ui. Wird schon herumgeschossen. Steppert. Oh, ja, das gefällt mir gleich viel besser. Also, warte. Ah, den hab ich. Wir können nicht weiter. Also, das mit dem Hupfer hat mir sehr gut gefallen. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mache die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Boah, dann müsste das immer unbedingt... Oh, hoppala. Ich war ein bisschen zu sehr mit der Welt beschäftigt. Sorry. Leck mir mal. Ein bisschen zu heftig mit der Welt. Alter, schau dir das an. Mashallah! 11 von 10 verliebt! Das gibt's ja nicht! Wie schön! Alter, das kann ich mir eher mehr erwarten von der PlayStation 5 oder so! Hätte ich mir das eher mehr erwartet, aber nicht. Oh, ja, ich bin schon bei, na moin! Kann ich noch aufstellen? Oh! Na, Alter, das ist aber auch geil gemacht! Beste, Bad! Bin zwar jetzt schon zweimal gestorben, aber ist ja wurscht! Wir lernen noch! Oder manchmal haben die ja Wucht drauf, da weiß ich doch gar nicht mehr, was machen soll. Vielleicht, da müssen wir noch ein bisschen mehr kennenlernen. Müssen wir unbedingt. Da musst wirklich mal reinkommen in den Game. Das ist nicht so einfach, wie du glaubst. Das ist nicht so einfach. Okay, passt, den haben wir schon mal. Das ist gut. Immer meistens. Sind meistens immer so ein Doppelschlag. Immer so ein Doppelschlag. Das muss ich immer bedenken. Nicht, dass ich dann meine Abwehr aufgib. Weil das mache ich gern. Ich muss wirklich ein bisschen mitdenken jetzt beim Kämpfen. Ich muss wirklich ein bisschen lernen. Ich kann da jetzt nicht einfach so auf Chili Vanille mäßig, so wie ich sonst immer so drauf habe. Alter, wie der uns da so angeschaut hat. Boah, das war schon schick. Na komm. Ich glaube, sie gibt meine Abwehr ab. Safe nicht. Heftig, einfach nur heftig. Ah, der ist schon mal aufgespießt worden. Pff,
Pfeilen ausweichen auch noch. Bevor sie mit Pfeilen schießen, stoßen Mongolen Bogenschützen einen Ruf aus. Also wie macht man das wieder? Oder bin ich jetzt aber gespannt? Ich hab da mal im X gehört, Alter. Na komm her, Bulli. Na komm her. Ich frage mich auch, ob es ein bisschen ein paar längere Schwerter gibt. Oder ob man wirklich nur mit dem Schwert spielen. Bin ja auch gespannt. Bin ja auch wirklich sehr gespannt, ob man wirklich nur mit dem Schwert oder ob da noch ein bisschen mehr kommen wird. Ui. Ui. Ich nehme wieder links. Gut, Juck. So, Waku. Na, wer will noch? Okay, frag mich zu, was der macht, aber ist ja gut. Ist ja gut schon, ist ja gut. Uli, komm her. Oho, ein Einschlag. Was ist das? Nächster, wer will? Komm schon langsam rein, hab sie schon studiert. Bin schon mal der fucking Champion geworden. Kotunkan! Bin halt trotzdem noch immer so für ein bisschen Jägermodus. Oi, 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 dann krieg ich so einen heftigen Bruch, Alter. Na, tu mir das nicht an. Tu mir das bloß nicht an. Der Neffe, Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin. Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen, gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Jin. Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Dürfen wir gegen ihn kämpfen? Oh, okay. Wie wir gegen ihn kämpfen dürfen. Ach, wir lieben. Da dürfen wir mal alles zeigen, was wir drauf haben. Na super. Das seht ihr schon. Okay, wir müssen mal ein bisschen seine. Ja, definitiv seine Abwehr durchbrechen. Warte mal ein bisschen, was er so vorhat. Ja, das war schon gut. Das war gut. Das war gut. Mehr gesehen habt, was passiert. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eure Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Oder. Oh, shit. Aber wir müssen definitiv noch reinkommen. Das wird schon.
Meistens hast du immer die Anvisierung, das ist jetzt mal was ganz was Neues. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ach! Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yuriko. Ach, das Oberhaupt sogar. Ich habe mir gedacht, dass er der Onkel sein wird. Oh, schon sehr sexy bis deppert. Alter, wie soll ich gleich mal da niederknien etc. Wahnsinn. Ging der Schutz des Volkes. Schnee, was? Du mal heiraten oder was? Ein wahrer Samurai. Der kommt mir auch irgendwie. Alter, die haben ja so viele Schauspieler genommen. So viele asiatische Schauspieler. Das gibt's ja nicht. Den erkenne ich, den erkenne ich. Selbst ihn, Alter. Oder ist er nicht bei Kingdom oder so, wie der nochmal heißt, die Serie von Netflix? Oder? Oder Vater? Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Boah, man kann ja auch eigentlich quasi sagen, er ist dadurch wiedergeboren. Der Controller macht auch mal wieder Geräusche. Man könnte auch dadurch sagen, dass er eigentlich quasi wiedergeboren worden ist. Damit er noch verstärkt wieder zurückkommt. Muss man aber auch dazu sagen, ein bisschen so, ein bisschen leicht klischeehaft, das ist da so standardmäßig, aber gut gemacht. Dass er mit Wiedergeborenen kommt, viel stärker, zurück etc. Aber ich finde, sie haben es natürlich einiges besser gemacht. Das ist Wahnsinn, wie schön und hätte man eigentlich doch gehabt, dass wir ihn jetzt schon retten, also jetzt retten werden. Man doch gehabt, dass der Bruder vielleicht ein bisschen schwieriger zum Retten sein wird. Aber ich würde mal sagen, jetzt wird es mal richtig interessant. Also mal den Wind entlang. Bis Stepper. Und ich nicht immer schon Tag gehabt, der Last of Us ist schön, aber das! Da würde ich schon fast sagen, der Last of Us kann sich schon ein schicker Lausstein da. Bist du narrisch? Boom. Boom. Yoda? Na, geschlechte. Na, Alter. Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch, der Khan war dort.
ließ ihn im Stich. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen. Schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele! Deckung! Ins Kreis! Ich muss ehrlich gesagt sagen, hör mal, eigentlich eher doch gehabt, dass vielleicht jetzt irgendwas so kommen wird mit, was die Yokai, so die ganzen Sachen hätte ich mir eher doch gehabt. Ah, das muss ich jetzt auf sie treffen. Ja, das Schicksal will von uns, dass wir sie wiederfinden. Dass wir sie treffen werden. Ja, das verstehe ich schon. Und trotzdem haben wir doch gehabt, es kommt vielleicht ein bisschen was Übernatürliches. Die suchen sich ja nach dir. Der. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Das ist chillig. Ja, ich muss ja eh dabei sein, weißt? Weil, wenn wir schon mal den ausgesucht haben, der muss ja wieder zurück. Das wäre ja unnötig. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet Schmied? Dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Sehr gut. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna. Wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Das, was ich noch so geil finde, du siehst nie einen Hauptcharakter schwitzen oder so. Aber da? Bombe. Bombe, dass er noch sowas gedacht hat. Weißt du, meistens, da hast du ja niemanden, der wüsste so ein bisschen schwitzen tut, etc. Aber da, da erinnert er an die Schweißperlen oben. Bitte, Mann. Jetzt zeig doch mal die Hauptwelt, wie groß ist denn die überhaupt? Mm.